So, YouTube. Wir sind wieder da. Die Schule ist geleert. Wir können mit dem Rad zurückradeln. Oh. Oder irgendwo gegenfahren. Haben ein bisschen Eisen noch bekommen. Ganz viel Zeug. Brauchen Dietriche. Oh, was ich unbedingt gucken wollte. Bringen die hier viel? Ah, die muss ich auseinanderhacken, nicht? Ja, doch gar nicht so wenig. Hab schon mal Schilde abgebaut. Und hallo, Mfuno! Willkommen! So. 800. Mann, das Pussy kaputt ist. Dann machen wir vielleicht noch eine zweite Runde raus. Wenn wir das sammeln gehen. Ich kann noch was trinken. Wie war die Fahrradtour? Sehr gut. Wir sind mit dem Rad bis zur Highschool gefahren. Nein, wir machen Sonntag auf dem Kanal auch oft Radtouren. Und wir hatten eine sehr, sehr gelungene Radtour. Wir haben nochmal ordentlich was zum Abschied des Sommers mitgenommen, weil wer weiß, wie viel Radtouren wir noch schaffen werden. Auf jeden Fall sind die wichtigsten Orte abgegrast gewesen. Und es ist immer schön, jemanden mitzunehmen auf die Radtour. Nicht alleine rumzugurken. Oh, geht ja ordentlich noch. Kann ich das noch reparieren? Habe ich was dabei? Ich habe sogar was zum Reparieren dabei. Umso besser. Dann können wir noch ein bisschen abbauen, nicht? Wir brauchen hier ein Eisen. Aber es ist trotzdem sehr gemächlich, nicht? Also richtig viel Eisen kriegen wir dadurch auch nicht. Ich laufe mal ein bisschen rum. Mit dem Rad rumfahren in der Stadt ist immer ein bisschen problematischer hier. Warst selber auch mit dem Rad unterwegs. Ja, das ist auf jeden Fall löblich. Löblich, löblich. Also Radfahren ist auf jeden Fall immer gut. Ich dachte, ich habe irgendwas gesehen. Ja gut, Samen gegen Samen tauschen. Ja. Ist auf jeden Fall angenehm, bei den Temperaturen auch draußen zu sein, anstatt drin vor dem Rechner zu hocken. Zu warm ist nicht gut, nicht, und zu kalt ist nicht gut. Oh, ich muss mich gerade mal umsetzen. Ich war so im Flex-Modus. Oh, Hunger hat er auch. Können wir irgendwas essen? Haben wir so irgendein Ding gefunden? Nee. Ah, wir könnten die Schatzkarte. Okay, sehr gut. So, noch mehr Platz frei. Ja, und vielleicht schaffen wir es dieses Jahr ja nochmal ein paar andere Sachen anzusteuern mit dem Rad. Je nach Temperaturen. Vielleicht machen wir auch eine reine Leipzig-Tour mal. Wer dabei sein will, reinfolgen. Meistens sonntags. Aber ich habe auch noch. Es gibt noch zwei Feiertagswochen in Sachsen. Da kann man also auch nochmal gucken, ob man zu denen vielleicht irgendwo hinfährt. Da werde ich mir wahrscheinlich Urlaub nehmen. Zerlegen. 1100. Leihbatterie für Autos. Ah, egal. Wir haben so viel Batterie. Scheiß. Oh, unberührt. Bus. Kann man auf jeden Fall noch looten. Das einzige, das Rad hat gequietscht. Da wollte ich heute eigentlich hin, habe ich nicht geschafft. Ich habe eigentlich wenig Motivation, nochmal in den Laden hier zu gehen. Unter der Woche nach der Arbeit. Ja, gerade wenn es regnet.
Vielleicht, wenn einer der Tage nicht so regnerisch ist, aber ich habe auch viel Termine die Woche nachmittags. Also Mittwoch wird es wahrscheinlich kein Stream geben. Da bin ich beim Zahnarzt recht spät. Und ich weiß nicht, wie ich dann auch mit dem reden will. Das war keine... Ist einfach nur so eine Grundbehandlung, aber... Oh. Manchmal ist man danach ja trotzdem ein bisschen mundfaul. Ich glaube, da braucht man dann nicht streamen. Deswegen mal gucken. 18 Uhr. Komm, wir müssen zurück, weil dann können wir nochmal los, glaube ich. 1300 nehmen wir mit. Zacki, zocki. Wir sind auch überladen, wir müssen unbedingt zum Fahrrad. Na, Naumburg steht immer noch auf der Liste. Warum bin ich nicht nach Naumburg gefahren? Weil... Ach, der Radweg war gesperrt. Ja, stimmt. Das müssen wir nächstes Jahr machen. Der Radweg existiert dieses Jahr nicht mehr. Das ist blöd. Wo lag's? Da. Da müsste man halt gucken, wo man hinfährt. Aber hier fahren wir jetzt erstmal nach Hause und gehen Sachen abgeben. Einschmelzen und dann nochmal los. 16:30, wobei es eng wird. Da haben wir auch noch eine Kiste. Oh, vielleicht haben wir noch in den anderen Kisten Sachen. Oh. Wir haben ja noch Lootkisten. Die können wir kurz ansteuern. Die haben wir noch vom Anfang an übrig. Und die haben wir nicht ausgeleert. Da können noch Eisen und sowas drin sein. Weil Eisen habe ich drin gelassen, weil ich dachte, Eisen werde ich eine Weile nicht brauchen. Aber jetzt brauche ich ja Eisen. Was vielleicht gar nicht verkehrt. Wenn wir da 200-300 Eisen noch drin haben vom Anfang oder so, wäre das ja eine starke Sache. Wenn nicht, da sind ja andere Sachen drin, die wir auf jeden Fall mitnehmen müssen. Also so eine Sachen sind auch mal gut. Nägel. Naja, immerhin. Er wird ein bisschen knapp mit Tag 30. Ich habe da ein bisschen Respekt vor. Ja, und wenn ihr Radfahren geht, schreibt mir doch gerne mal, wo ihr gerne hinfahrt. Fahrt ihr lieber bergig, lieber flach? So wie ich eher abseits auf Landstraßen. Apropos, ich hatte zwei Tage im Finger eine, wie heißt das, Fahrradkrankheit oder so. Hatte ich noch nie. Richtig krass. Wir müssen den Lenker verstellt haben. Und das ging direkt auf den Arm und mein Finger wurde taub. Ganz verrückte Kiste. Jetzt ist er ein bisschen dick und geschwollen, aber sonst geht er. Er ist nicht mehr taub. Kann bis zu 8 Wochen dauern, habe ich gelesen. Und im schlimmeren Fällen sogar eine OP nach sich ziehen. Ich dachte so, WTF? Wusste ich bis jetzt nicht. Okay, das ist Eisen. Zacki, zocki. 3,25 pro Seite. Oh! Hä? Ah, okay. Hat mich schon erschreckt. So, Kohle brauchen die. Und die kriegen... Nee, das ist Ölschiefer. Das ist cool. So, jeder 11. Und... da. So. Also ist trotzdem, es zwirbelt immer mal wieder noch in der Hand. Natürliche kritische Heilung. Wir haben auf jeden Fall viel, viel Stuff bekommen. Deshalb können wir auch hier irgendwo mit rein. Ich glaube hier. Ja, da haben wir auch genug. Das ist noch ein Zeugsi. Du kannst da noch mit rein.
Die Schaufel, die konnten wir sogar zerlegen. Dann konnten wir die mitnehmen. Ich glaube, ich muss Holzdinger machen. Ich glaube, anders wird das gar nicht klappen. Das heißt, wir sollten Holz abbauen gehen. Auch eine wichtige Sache vielleicht. Oh Mann. So viel zu tun. Die baut sich noch an. Nicht in die Stacheln fallen. Achso, ich weiß, was ich unbedingt mitnehmen muss. Bevor ich mich wieder ärgere. Wo sind sie? Dietriche. Wir haben aber nur 6 Stück. Für die große Kiste reicht das auf keinen Fall. Ich glaube, da muss ich Schlösser knacken lernen mit den nächsten Stufen, dass wir dann die Kiste knacken können. Ich meine, die rennt ja nicht weg. Das ist das Gute. Wir können nochmal zu dem Schatz. Der eine ist nämlich hier vorne gleich. Ups. Ey, mit E bleibt das da sofort stehen, das Rad? Nee. Okay, dachte. Wir waren nur noch nicht schnell genug. Ich meine, das Eisen muss jetzt erstmal einschmelzen. Hier wären noch Autos. Dann bauen wir die ab. Oh, die Wrench ist kaputt. Oh Mann. Oh Mann, einmal mitdenken. Wäre halt auch cool, wenn ich mal losfahre und Sachen ganz sind, nicht? 18.18 Uhr. Das ist aber auch ein bisschen nervig, nicht? Man hat so viel verschiedene... Oh Mann, dieses Absteigen in die falsche Richtung. Man hat so viel verschiedene Sachen. Das eine kannst du damit reparieren, das andere dort mit, das nächste damit. Ich hätte gerne einfach so eine Reparatur... ja, weiß nicht. Behälter, wo so Sachen für Reparatur rein können oder sowas. So Ersatzteile oder so. Oh. Aber das Eisen können wir abbauen. Wir fanden in unseren einzigen Hügel aus dem Münsterland. Das ist alles ab 100 Höhenmetern Gebirge. Ja, ist ja hier ähnlich. Wobei ich sagen muss, wenn ich Richtung Süden, Richtung Thüringen in die Ecke fahre, dann komme ich auch schnell mal auf 700 Höhenmetern. Da war ich selbst ganz fasziniert. Aber die meisten Sachen hier sind auch eher, ja, Hügel anstatt Berge. Gestern hatten wir sehr schöne Weitsichten. Denkt dran, die Streams, ihr könnt die auch alle nachgucken. Also wer zum Einschlafen was braucht, einfach eine kleine Radtour. Gerne einfach anschmeißen und zugucken. So, das Zeug kann noch weg. Ja, Eisen kann weg, hier die... Eier können auch weg, das brauchen wir. Aloe Vera, er kann von mir aus jetzt auch mal hier rein. Flugzeug brauchen wir jetzt auch nicht. Was wir brauchen ist ein Reparaturkit. So, und dann reparieren. So, 18.59. Ja, viel Zeit ist nicht, aber wir haben ja das Rad dabei. Ja, und falls ihr Ideen habt, wo es hingehen soll auf einer meiner Radtouren, gerne in den Discord kommen. Im Chat Ausrufezeichen Discord. Und dann könnt ihr da im entsprechenden Fahrrad-Thread auch Ideen posten. Ich habe gesagt, vielleicht machen wir nächstes Jahr so eine Community-Map. Jeder kann so Sachen im Umkreis von bis zu 50 Kilometern um Leipzig vorschlagen und ich mache dann eine Random Roll pro Radstream und dann fahren wir mindestens eins, wenn nicht zwei von den Sachen da drauf ab. Wir müssen da dann natürlich in derselben Richtung liegen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben. So. Wäre der Plan aber. Ich glaube hier, genau, wunderbar. Hier fehlt ja nur noch der eine Dietrich, nicht? Wo ist es? Da.
Ah, wir müssen komplett bei Null anfangen. Das ist scheiße. Schaffen wir nicht. Oh. Oha. Oha. Okay, das lohnt sich ja richtig. Okay, das lohnt sich ja richtig. Also nicht eisentechnisch. Aber dann ist ja der andere Schatz. Aber waffentechnisch. Also jetzt habe ich keine Bedenken mehr, dass wir das mit den Patronen schaffen. Nochmal 190. Und davon nochmal so und so viel. Wow. Okay, dann buddeln wir da jetzt auch eine Weile. Oh. Können wir noch ein paar Pfeile machen. Jeder Pfeil kann zwischen Leben und Tod entscheiden. Da. Okay, wir lassen es... Ne, ist noch ein bisschen weiter, nicht? Ich dachte, das ist direkt hier vor uns, aber... Naja, gut. Kann ich für jedes Nest anhalten. Das Fahrrad ist ein bisschen sehr träge, nicht? Mann. Ich hätte gern so einen siebten Sinn, ob ein Ei oder kein Ei da drin liegt. So, zeige mir nur Nester mit Level... mit mehr als 5 Federn oder sowas. Damit ich nicht bei jedem anhalte. Weil Eier haben wir bis zum St. Nimmerleinstag. Die brauchen wir nicht noch mehr. Okay, wie weit ist denn das weg? Ich denke mal, hier hinter dem nächsten Ding ist es. Ah, und hier ist es jetzt auch mal wirklich. So, wir haben aber die bessere Schaufel dabei. Bedeutet, es geht auch ein bisschen schneller, wenn die Gräser nicht im Weg wären. Dreimal pro Ding. Sehr gut. Und wir können noch einen Kaffee trinken. Manchmal wechselt er nicht schnell genug die Werkzeuge. Auch so ein nerviges Problem. Das hat er aber schon Imperium. Da ist das Menü unten schlecht designt. Geht ratzfatz mit dem der besseren Schaufel und dem Kaffee-Intus. Das hätten wir mal auch machen sollen. Das hätte uns Zeit gespart. So, wo versteckst du dich? Mehr Putt-Putt-Putt-Putt-Schatz. Putt-Putt-Putt-Putt-Putt. Wo bist du? Zeige dich. Jemand will dich looten. Wir haben eh nicht genug Dietrich hier, nicht? Das ist ein Problem. Ich sag jetzt nicht, dass ich genau auf dem Schatz stehe. Fokus auf Dietrich legen? Oh, nee. Das nicht unbedingt. Aber zumindest sollten wir ein paar herstellen. Sodass wir wenigstens so grundlagenmäßig da rankommen. Ich glaube, ich habe jetzt einen noch dabei. Das kriegen wir also niemals geöffnet. Weiß gar nicht, ob es sich überhaupt lohnt zu versuchen. Sag mal. Da ist er. Ah, shit. Das war doof. Ich dachte, ich kann es so öffnen. Mal gucken, wie viele wir noch haben. Das waren sie. Direkt zerbrochen, zweimal hintereinander. Egal. Aber er ist ausgegraben. Das heißt, wir können hier jederzeit hin. Ist da noch ein Schatz?
Da ist noch eine Schatzkiste. Taylors Schatz. 21.08 Uhr. Nein, die machen wir nicht mehr. Taylors Schatz muss warten. Ich habe die Zeit ganz vergessen. Gut, ich glaube auch, so schlimm sind die Zombies nachts jetzt auch nicht. Ich habe die auch auf langsam gestellt. Also mit dem Rad sollten wir den wirklich auch entkommen können jederzeit. Weil ich hasse es, wenn man aus Versehen mal runterfährt und dann kommen gleich so 5 Dinger angerannt und man kann nicht wegrennen. Mir sind die Zombies so schon viel zu stark. Ich weiß, die meisten brauchen diesen Herausforderungen und Kick, aber ich bin sehr zufrieden, so wie es eingestellt ist. Was ich halt nur immer gern hätte, ist vielleicht den Tag anders einstellen, nicht? So, dass der Tag vielleicht kürzer ist, aber dann denke ich auch, dann komme ich am Anfang nicht an alles ran. Wenn man dann vielleicht doch 600 Meter von der Stadt weg startet, dann kann man ein Haus looten und dann hat man einen richtig schweren Start. Wenn man dann noch 7 Tage einstellt, das ist ganz übel. Wichtige Eisenvorräte nochmal. Ah. Ja, ich muss Hühnchen jagen. Aber nicht bei Tag 27, 28. Ich glaube, es ist der Tag mit dem höchsten Eiseneinkommen, den wir bis jetzt hatten. Einmal 1300 und jetzt das, was ich noch dabei habe. Plus das, was da zwischendrin reingekommen ist. Ja. Aber morgen müssen wir uns um die Stachelfallen kümmern. Dann müssen wir hier unsere Bäume abholzen. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Und dann Holzstachelfallen. Wow. Alter, wer parkt denn ein Auto mitten auf der Straße? Ich wusste gar nicht, dass der da ist. Warum ist der noch nicht mehr gelootet? Sammle Autoteile abgeschlossen. So. Auto gelootet. Dann fahren wir nicht mehr gegen. Fahrrad nur noch 38%. So ein Scheiß. Aber wir können ja mal gucken, wie es mit Dietrichen aussieht. Okay, ist alle. Dann können wir es nehmen. Oh oh. Wir hatten die kaputt gemacht. Da bin ich zufällig nicht reingefallen. Ich wäre fast reingerutscht. Warum habe ich eigentlich die vorderen weggenommen? Ich muss ja eigentlich nur die hier immer wegnehmen. Okay. Man wird richtig träge. Wasser sammeln und sowas nicht. Brauche ich auch eigentlich alles gar nicht mehr. Aber wir können mal nachkochen. Ein bisschen Yucca oder sowas. Haben wir lange nicht mehr gekocht. Können wir da auch für Kohle nehmen? Bestimmt, oder? 5 Minuten. Einmal Wasser. Wir haben noch ein Buch, können wir auch noch lesen. Sehr gut. Hier haben wir noch mehr Wasser. Ja. 25 Wasser. Nur 13 Minuten, reicht gerade so. Und dann machen wir 20 Yucca-Saft noch hinterher. Alles wegsortieren einmal. Noch ein Motor. Brauchen wir eigentlich auch nicht, oder? Komm. Weg damit.
Schrotflintenpatronen haben, weil wir haben drei Sätze Dings, wir haben Dongs. Das sieht doch alles tippitoppi aus. Aber ich kann mich nicht beschweren. Oh ne, falsch. Warum bist du eigentlich? Achso, das ist der Motor. Oh, eine Pistole, aber auch nur Level 1. Die Dinger können noch rein. Und hier kommt hier noch mit rein. Sehr gut. Oh, ihr habt nochmal 5. Du hast nochmal 4. Ist aber auch nicht gerade viel. Nochmal 5. Nochmal 5. Wie viel Eisen? Gar kein Eisen mehr drin. Eisen, 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 Eisen. Ich weiß nicht. Neun Stück. Die sind echt teuer, die Stangen. Ich weiß nicht, ob die so viel bringen dann am Ende. Zehn. Bin unentschlossen. Nutzen. Können auch mal noch mal ein paar Hack and M und sowas machen. Oder irgendein paar bessere Sachen. Vielleicht alles dabei? Ah, ich denke. Statt wir hier Eisenvorkommen gefunden haben. Das wäre mal was gewesen. So. Hallo, Verteidigungsturm. Wir wollen dich drehen. Und nach oben gedreht, nicht? Und dann auch noch... Oh, shit. Die kann man auch schräg drehen. Okay. So. Aber den sollte ich keinen Fehler machen beim Setzen. Sowas zum Beispiel ist ganz schlecht programmiert, nicht? Sowas dürfte nicht vorkommen. Weil das führt zu Fehlern und das führt zu Frust. So, aber wenigstens sind die. Und eigentlich will ich das 3 hoch machen. Aber machen wir es erstmal nur. Boah, man sieht gar nicht. Hier, das dreht nicht. Das hängt so hinterher. Ich weiß nicht, was das ist. Blur? Das sieht aus wie Anti-Aliasing hier, Temporal. Aber richtig schlecht Temporal. Okay. So, dann werden die Ecken werden schon mal gesichert, nicht? Dass wir hier schießen können. Ja, den Rest müssen wir, glaube ich, mit Holz zu machen. Wir haben gar kein Holz mitgenommen. Sehr gut. Holzstäbe, genau. Und ich wollte es gerne halt 3 hoch. Anstatt 2. Weil beim anderen war der Vogel mir doch ein bisschen sehr dicht. Über den Kopf. Na? Hä? Okay, ich stehe, glaube ich, da mitten im Weg dann. Ja. Sehr gut. Okay.
Und die anderen drei kommen auf die andere Seite. Da brauche ich aber noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 alleine, damit ich unten zu habe. Oh Mann. Wir machen die für diese Horde nach aus Holz und ersetzen dann die, die dann aus anderen Gründen kaputt gehen. Mit Eisen dann beim nächsten Mal. Wir sollten ja hoffentlich nicht alles zerstören, wenn es gut läuft. So. Okay. Nicht, dann machen wir oben zu, dann haben wir einen Kampfkäfig. Und hier können wir noch so eine Seite offen lassen, dass sie vielleicht eher von da rankommen, ihnen hier eine Rampe hinbauen. Ich habe nur ein bisschen Bedenken der Zeit wegen, dass wir das alles hinbekommen. Gerade wenn wir draußen auch noch Stacheln und Stacheldraht und alles platzieren wollen, glaube ich nicht, dass wir das hinkriegen. Na gut. Ich würde sagen, das soll das Problem vom Zukunfts-Larry sein, der morgen damit zu tun hat. Wir gehen nochmal brav nach oben. Da ist auch so eine Stelle, wo man manchmal nicht hochkommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann und tschüss.